So, dann gehen wir jetzt hier auf den Extra-Kanal rein mit realer Irrsinn, Kirche gegen Obdachlose in Düsseldorf. Gucken wir mal rein. St. Apollinaris steht in Düsseldorf nicht für Schalensprudel, sondern für moderne Spritzigkeit. Haben wir da echt eine Kirche, die mit Kindern abgeschlossen ist? Also, das ist mir neu. Klar, ich kenne das ja halt mit der Kirche, die zu ist oder sowas, ne? Aber abgeschlossen? The fuck? Verkörpert durch dieses schicke neue Tor der gleichnamigen Kirche. Toll, nicht? Ja, optisch auch nicht der Hingucker, ne? Also es passt nicht glaub in ich die wohl. Architektur einer Kirche rein. Sieht schon sehr unfreundlich aus. Wie ein Gefängnis sieht es aus. Die Kirche, die wurde erst renoviert, ne? Und dann wurde alles neu gemacht. Vielleicht wollten sie den nicht haben, den Obdachlosen. Nein, denn der Obdachlose, der hier im überdachten Eingangsbereich kampiert hat, passte nun wirklich nicht zur wunderschönen St. Apollinaris. Also, haben die echt nur renoviert, dieses Gitter dahin gemacht, weil es einen Obdachlosen gibt, der davor geschlafen hat, über ein Dach oder sowas? The fuck. Gut, so würde die zuständige Gemeinde das natürlich nie sagen. Sie äußert sich hier eh nur schriftlich und teilt mit. In der Vergangenheit gab es an der Kirche häufiger Vandalismus und Verschmutzungen, unter anderem auch durch Fäkalien. Ja, denn wie steht es schon in der Bibel? Klopft an und es wird euch geöffnet. Außer wenn ihr obdachlos seid. Genau. Wisst ihr, mein Brain ist wieder am Rüdeln. Wie viel hat dieser Gitter gekostet? Kommt das noch? Es wird lieber ein Gitter gemacht, als sich um den Obdachlosen zu kümmern. Das ist schon wieder... Kirche hat ja einen gesellschaftlichen oder einen sozialpolitischen Auftrag, sich gerade für Schwache und Arme in der Gesellschaft einzusetzen und nicht Gitter gegen sie zu errichten. Na, na. Wer ein Dach über dem Kopf hat, dem macht St. Apollinaris das Tor gerne weit. Und davor haben alle Schafe Gottes Platz. Da ist es luftiger und trotzdem gemütlich. Also, wo ist das Problem? Ja, dann wird jetzt der Obdachlose einfach in sich die nächste Ecke von der Kirche raussuchen oder woanders drunter pennen. Aber die Kirche. Am besten zahlt, keine Ahnung, hat der Typ, der obdachlos ist, so jahrelang davor Kirchensteuer gezahlt oder sowas. Und hat davor gearbeitet, Kirchensteuer und alles drum dran. Die Kirche schützt einen. Die Kirche ist der Zufluchtsort für alle. Ja, nee, ist klar. Außer für Obdachlose. Diese Räume, diese Seiteneingänge sind eigentlich Schutzräume. Für jemanden, der schlafen will und so weiter. Ist eigentlich verständlich, weil es ein bisschen windgeschützt und ein bisschen regengeschützt. Ich war Fremder und ihr habt mich aufgenommen, sprach Jesus. Weil er sich manierlich benommen hat und kein Ärgernis für die Nachbarschaft war, wie der Obdachlose hier. War er doch, oder? Der war ruhig, hat er geschlafen, so da gehaust und... Also mich hat er nicht gestört auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, das hat doch bestimmt einfach niemanden gejuckt. Wie oft ist eine Kirche auf? Nachts auf gar keinen Fall, ne? Also. Normalerweise ist eine Kirche nachts nicht offen. Wenn da jemand pennt, juckt das doch keinen. Das juckt doch keinen. Fäkalien, wenn da wirklich jemand, wenn der hinterher hingeschissen hat, ne? Du pisst und scheißt nicht dahin, wo du schläfst und isst. Also, ich glaube nicht, dass er das war. Wenn es überhaupt was dazu gekommen ist. Ich finde, gerade im Bereich einer Kirche sollte man so ein bisschen an Nächstenliebe denken. Und ich halte das für... nicht so freundlich. Wie auch immer, St. Apollinaris hat den Obdachlosen in Gottes Hände gegeben. Und siehe, wir freuen uns, dass nach unseren Informationen der Nicht-Sesshafte inzwischen eine Unterkunft gefunden hat. Ja, wahrscheinlich irgendwie mitgenommen worden und sagen, du kommst jetzt mit und musst jetzt hier eine Unterkunft haben. Aber Hauptsache, dass die sich darum kümmern oder ähnliches, oder halt nicht kümmern. Kümmern ist ein doofes Wort. Statt zu helfen, ihnen zu besinnen oder keine Ahnung, ihnen ein bisschen Brot geben, Essen geben und sagen, ey, lass uns gemeinsam das und das da hingehen und so weiter, weil ist halt die Kirche, ne? Sag ich mal. Nächstenliebe am Arsch. Gibt's nicht. So teilt es die barmherzige Gemeinde schriftlich mit. Aber selbst das stellt die Ketzer nicht zufrieden. Ja, die Kirche hat argumentiert, dass Gitter hier aufgebaut haben, weil ein Obdachloser einer anderen Kirchengemeinde direkt in der Eingangstür anscheinend nachts gestorben ist. Aus was für Gründen weiß ich gar nicht und wollten das jetzt hier unterbinden. Und dann hat ein Nachbar mir eine zynische Mail geschrieben und hat gesagt, naja, wenn er dann 20 Meter von der Kirche entfernt stirbt oder nachts erfriert, dann ist es besser für die Kirche. Ich wollte gerade sagen, der Weg ist nicht weit. Es ist ein bisschen böse genommen von dem sozusagen. Aber ob jetzt, das ist doch Schwachsinn. Ganz ehrlich, wie kann man es am besten erklären? Ob er jetzt ein Teil der Kirche ist oder nicht, also wenn da diskutiert wird, dass, ob er jetzt ein Teil der Kirche ist oder nicht, ist doch egal. Der Herr ist gut und leitet die Elenden auf seinen Weg. Und dieser Weg führt in St. Apollinaris eben vor das Tor. Gesegnete Weihnachten.
Da hat die Kirche, glaube ich, einen sehr, sehr guten Ruf. Und GG, sage ich nur in die Kirche. GG in die Kirche in Düsseldorf. Ich glaube, die hat erstmal einen schlechten Ruf. Wahrscheinlich eine schlechte Google-Rezension. Vielleicht eine schlechte Yelp-Kritik. Keine Ahnung. Wie steht ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Falls ihr React-Vorschläge habt, joint meinen Discord. Dort habe ich einen Channel gemacht, damit ihr euch dort fröhlich austauschen könnt und mir React-Vorschläge zuschicken könnt, die ich hier im Stream für euch anschaue und dann auf YouTube hochlade. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Tschüss.